Dein Mix ist fertig und klingt gut und jetzt bist du natürlich scharf drauf, ihn in ein Mastering-Studio zu schicken, um ihm den letzten professionellen Schliff verpassen zu lassen. Bevor du das tust, gibt's allerdings ein paar wichtige Arbeitsschritte, die du auf keinen Fall vergessen solltest. Leider werden die sehr, sehr oft vergessen, was zur Folge hat, dass viele mit ihrem Master nachher nicht besonders glücklich sind. Damit dir das nicht passiert, habe ich heute 7 Tipps für dich, die du beim Pre-Mastering beachten solltest. Wir starten jetzt. Hi, ich bin Martin von SongwriterOnline.com. Wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, hier geht es um Songwriting, Mixing und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann klick auf jeden Fall jetzt auf den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr verpasst. 7 Tipps für das richtige Pre-Mastering. Wir legen los mit Tipp Nummer 1. Stell sicher, dass dein Mix wirklich gut ist. Das ist ein Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird. Gerade dann, wenn du allein mischst und schon viele, viele Stunden abgemischt hast, ist es oft so, dass du die Objektivität verlierst und nicht mehr so genau weißt, ist dein Mix wirklich gut oder hat er Probleme? Und das kann dazu führen, dass man sagt, okay, ich schick's jetzt ins Mastering-Studio, der wird das dann schon richten. Das ist ein großer Fehler. Du musst wirklich überzeugt von deinem Mix sein und er muss wirklich in deinen Ohren gut klingen. Kleiner Tipp hierzu ist, mach, wenn du fertig bist mit deinem Mix, einfach mal 2 Tage Pause und hörst dir dann nochmal mit frischen Ohren an. Oder schick deinen Mix vorab an ein Mastering-Studio. Viele Mastering-Studios bieten ein kostenloses Feedback an für deinen Mix, indem sie dir dann schon Rückmeldungen geben, wo es Probleme geben könnten, wenn es dann ans Mastering geht. Tipp Nummer 2. Entferne deinen Limiter aus dem Masterfader. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du so wie ich nach dem Top-Down-Mixing-Prinzip arbeitest, dann wirst du schon einige Plugins in deinem Masterfader hängen haben und das ist auch völlig okay. Vielleicht hast du ein EQ drin, vielleicht hast du einen Kompressor drin, in dem du deinen Komplettmix leicht komprimierst oder noch irgendwelche anderen Plugins. Das ist soweit in Ordnung, aber du solltest auf jeden Fall einen Limiter entfernen, sofern du einen drin hast. Ich setze manchmal ganz gern am Schluss noch einen Limiter ein, einfach um zu hören, wie der Mix klingt, wenn er die Lautstärke, die ungefähre Lautstärke von einem Master hat und ob irgendwelche Plugins Probleme machen in dieser Lautstärke. Und das ist auch in Ordnung so, du solltest ihn aber auf jeden Fall entfernen, bevor du ihn zum Mastering schickst. Alle anderen Plugins kannst du in deinem Masterfader lassen, das ist völlig in Ordnung. Denn durch diese Plugins hast du ja, sofern du Top-Down-Mixing gemacht hast, auch durchgemischt. Das sollte kein Problem sein. Allerdings auch hier noch ein kleiner Tipp. Du kannst dem Mastering-Engineer auch 2 Versionen zuschicken. Also eine Version, in dem deine Plugins, durch die du durchgemischt hast, im Masterfader noch drin hängen und eins komplett ohne. Die Faustregel ist hier, überleg dir, bevor du es zum Mastering schickst, nochmal wirklich, ob du jedes Plugin, das im Masterfader hängt, auch wirklich brauchst und ob es dich wirklich glücklich macht, was es macht. Das ist eine wichtige Sache, denn du solltest wirklich vermeiden, zu viele Plugins im Masterfader hängen zu haben. Tipp Nummer 3. Hör dir deine Vocalspuren auf jeden Fall nochmal solo an. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Lead Vocals oder Backing Vocal Tracks sind die größten Störquellen, wenn es darum geht, um irgendwelche Trittschallgeräusche, um Schmatzer oder Atmer. Und glaub mir, das hörst du im Mixing-Status einfach nicht so gut, wie wenn es nachher gemastert ist. Einfach weil das Master viel lauter ist und weil der Master-Engineer bestimmte Frequenzen anhebt, die Atmer oder Clips oder Pops hervorheben können. Deswegen hör dir unbedingt nochmal deine Vocalspuren solo ab, ob es irgendwelche Trittschallgeräusche, Störgeräusche, Atmer oder sonstiges gibt oder wenn der Sänger gegen das Mikrofon oder den Popschutz stößt. Irgend solche Dinge, das kann immer wieder passieren und die hört man im Mixing-Prozess nicht so gut, auch weil man oft auf andere Dinge achten muss. Deswegen hör dir die Vocalspuren nochmal solo durch, komplett von vorne bis hinten, um wirklich sicherzustellen, dass keine Störgeräusche da sind und wenn welche da sind, dass du die auch eliminieren kannst. Tipp Nummer 4. Hör dir genau den Anfang und das Ende deines Mixes an. Es kann immer mal wieder sein, dass irgendwelche Hallfahnen oder Delay-Fahnen sehr leise nachklingen und dass du das nicht so wirklich wahrnimmst im Mix. Deswegen ist es wichtig, dir den Anfang und das Ende nochmal anzuhören, denn auch das kann beim Mastering Probleme machen. Wenn es irgendwie eine lange Hallfahne von einem Synthi gibt, die nachklingt, während alle anderen Instrumente schon ausgeklungen sind, dann kann das schwierig sein, das ordentlich im Mastering noch rauszufaden. Deswegen ist es wichtig, dass du Anfang und Ende nochmal checkst, ob es da irgendwelche Geräusche, Artefakte, Fade-Ins oder Hallfahnen gibt, die du eliminieren solltest.
Tipp Nummer 5. Überlege dir, ob du eine Instrumentalversion deines Songs brauchst. Vielleicht für ein Playback oder für eine Karaoke-Show oder was weiß ich. Es ist in der Regel für den Mastering-Engineer kein Problem, wenn er deinen Song mastert, dass er dir auch noch eine Instrumental-Version davon mastert. Das ist kein Problem. Problematischer wird es aber dann, wenn der Song mit den Vocals gemastert ist und dir fällt danach ein, ich brauche aber noch eine Instrumentalversion. Das kann dich mehr Zeit kosten und auch mehr Geld kosten. Deswegen überleg dir das vorher, ob du eine Instrumentalversion brauchst, damit du das dem Mastering Engineer gleich zu Beginn mitteilen kannst. Tipp Nummer 6. Hast du eventuell zu heftige EQ-Bearbeitungen in deinem Mix? Das gilt insbesondere für den hochfrequenten Bereich. Denn wenn dein Mix zu spitz oder an der Nähe zum Kreischigen schon klingt, dann ist es für den Mastering Engineer wirklich richtig schwierig, da noch diesen High-End-Glitzer drüber zu streuen, weil er praktisch keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie anzuheben. Also check das gegebenenfalls vielleicht nochmal mit einem Match-EQ gegen, ob du zu viele Höhen in deinem Mix hast oder mit irgendeinem anderen Analyzer-Tool, ob du vielleicht irgendwo zu viele Höhen angehoben hast, denn das kann sehr schnell dazu führen, dass die Möglichkeiten des Mastering-Engineers limitiert werden, was die Höhen betrifft, weil er einfach nicht mehr weiter anheben kann, weil dein Mix sonst zu spitz, zu kreischig und zu heftig klingt und dann eher in den Ohren wehtut, als dass der Zuhörer sich ihn anhören möchte. Und schon sind wir bei Tipp Nummer 7 und das ist wirklich der wichtigste Tipp, den die meisten komplett vergessen und der ist, höre deinen gerenderten Mix, den du zum Mastern schicken willst, nochmal von vorne bis hinten an. Denn dein Computer, dein Mac oder was auch immer funktioniert leider nicht immer hundertprozentig. Es kann passieren, dass es Glitches gibt oder Artefakte gibt, dass ein Plugin nicht richtig funktioniert, dass du vielleicht aus Versehen eine Spur gemutet hast, dass du aus Versehen eine Automation reingeschrieben hast vor dem Rendern, die du so gar nicht wolltest. Solche Dinge können immer passieren und deswegen musst du deinen Mix unbedingt nochmal von vorne bis hinten anhören und zwar komplett. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du einen falsch gerenderten Song zum Mastering Engineer schickst, wo zum Beispiel eine Spur gemutet ist oder wo es irgendwelche Artefakte gibt oder wo du merkst, oh, ich habe vergessen, ein Plugin einzuschalten und du hörst es deutlich, dein Mix kommt zurück oder dein Master kommt zurück und du stellst fest, da fehlt irgendwas oder da stimmt irgendwas nicht richtig. Deswegen hör immer auf jeden Fall deinen gerenderten Mix nochmal komplett von vorne bis hinten durch, bevor du ihn zum Mastering schickst. Das waren meine 7 Tipps zum Thema Pre-Mastering. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder wenn du jemanden kennst, dem dieses Video weiterhilft, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du es teilen würdest. Viele weitere Tipps, wie du effektiver abmischen kannst, findest du auch in meinem kostenlosen E-Book Speed Mixing. Das kannst du dir runterladen, wenn du jetzt auf den Link klickst. Das war's für heute, meine 7 Tipps. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann.